Hey ihr Ödländerinnen und Ödländer, willkommen zurück zu Fallout Lost World. So, warte mal, erstmal richtige Licht wieder an. Jetzt geht's weiter. Wir haben letztes Mal hier eine ganze Menge Stalker erledigt, die uns... Stalker. Ja doch, wir können sagen Stalker. Banditen, die uns einfach mal angegriffen haben. Jetzt gehen wir weiter und machen die Quest von Ada. So. Ah, hier mit ihrem scheiß Geschützturm haben sie uns attackiert. Wo geht's denn jetzt hin? Also wir müssen im Endeffekt dahin zur General Atomics Factory. Das heißt, ich muss gleich mal so einen kleinen Schwenk machen, aber erstmal will ich die Combat Zone, glaube ich, noch entdecken. Ich hoffe, dass er immer umschaltet, Mensch. Ja, wenn da nicht alles zu wäre zur Combat Zone. Total komisch aus hier die Tür. Raider Scum. Ada so ganz gemütlich dahin spaziert. Oh, du Pisser. Da war noch mehr. Ada, schnappst du dir. Oh, scheiße, meine Gasmaske, warte. Ah. Ja, wir haben sie alle, sehr gut. Ach, das ist die Combat Zone, ja. Den jetzt gekillt, bitte. Na, wo der jetzt hingefallen ist, der Raider. Silver Shroud. Ah, warte mal, das war doch auch irgendwas mit Quests, oder? Die Silver Shroud. Und die Teile hier, guck mal, wie die einfach leuchten, so Kupfer-Goldfarben. Hier ist wohl nichts mehr. Was ist das? Good Neighbor. Ah, da ist ja auch noch was. Ja, aber wir müssen jetzt erstmal runter. Oh. Einfach alles auseinander nimmt Ada. Ich darf nicht mal auf die Karte gehen, schon wird es nämlich dann wieder dunkel, das Licht. Die alle eine SV-98 haben, aber wirklich alle. Und ulkig. Was? Fairwood Residence. Nicht markiert.
Gucken wir mal kurz rein. Das ist es, was mich ein bisschen stört hier, das Licht. Ist das irgendwie umstellen? Kennt sich hier jemand aus? So, Maske abnehmen ist übrigens immer eine gute Idee, wenn man irgendwo reingeht, weil wenn die kaputt geht, ganz schlecht. Reparieren ist immer sehr teuer. Immer ein bisschen viel Kleber für. Ach was, der Aufzug geht. Na dann. Bitte nicht einsteigen, aber... Boah. Alter. Ganz schön. Ist jetzt hier überhaupt nichts, oder was? Nee, nicht wirklich, ne? Deswegen war das wohl auch nicht als Ort markiert. Ottoman. Besitz. Ja. Muss halt, ne? Das komme ich hier nicht mehr raus jetzt. So, und nur? Was habe ich davon, dass ich jetzt hier oben bin? Ja gut, wenn ich so, ja, so ein Jetpack hätte oder so ein Hoverpack. Boah. Gehen wir mal hier runter. Hep, hep. Ah, hier ist jetzt der Tower. Ja, jetzt sind wir da unten. Alles klar, das war's dann wohl. Wieder Geballer. Kasse. Ist eine Sackgasse, hä? Huh? Oh, nee, doch nicht. Oh, shit. Wer ist denn hier? Niemand? Mich raten, da geht's auch rein. Hab 360. Wo denn? Alter. Haben die Angst oder was?
Aber ich sofort setze die Angst und rennen vor uns weg. Oh shit. Beide Beine verkrüppelt. Dumm Schweine. Sollte man mal zur Quest gehen am besten und nicht. Oh nein. Ja. Und meine Maske ist total im Arsch. Super. Ah. 66%. Ja. Seht ihr, Adhesive brauche ich für jeden Scheiß. Rubber und Glas. Super. Oh Mann. Ja, meine Beine sind total im Arsch. Aber zum Glück habe ich ja Surgery Kids dabei. Jetzt warten wir kurz, bis der Quatsch ein bisschen geheilt hat. Aber man kann wirklich sehen, wie es voll geht. Dann gönnen wir uns vielleicht noch Herzstim. Ah. So, soweit geht's mir gut. Was? Overtired schon wieder. Warum bin ich schon wieder müde? Requires frequent sleep. So, wie gesagt, wir warten noch kurz, bis das ein bisschen wirkt hier alles. Oh, guck mal, das geht schon richtig gut. Richtig gut. Links. Okay, ne. Ah, fein. Weckt das noch hier oder was? Ja, Surgery Kit. Left Leg, Right Leg. Alles gut. Ärztin. So, ich würde sagen, ich gehe mal ein bisschen Richtung Strand, wollte ich schon sagen. Gehen wir hier Richtung Hafen. Dann lag ich dann hier unten rum. Halte ich mich mal so jetzt. Ich glaube, im Hafen dürfte es ja nicht so schlimm sein. Dachte er. Dann war alles voller Raider. Oh shit. Okay. Habt ihr kein Mylock-Fleisch dabei? Oh. Alter. Alter. Hier schon wieder ab.
Ey, ich weiß nicht mal, von wer der Kack kam gerade. Es kam von allen Seiten irgendwas. Gunner, Raider, sucht euch aus. Ich dachte, am Hafen ist vielleicht besser. Am Arsch ist es besser. Jetzt hier lang. Ist aber aufhören zu regnen irgendwann. Oh, 19 Rats. Uiuiui. Bringt halt nichts. Die Maske abwischen bringt nichts. Da muss ich hin. Ob ich so, wenn ich wieder irgendwo im Innenbereich bin hier. Keine Maske, keine Angst, dass die Maske kaputt geht und solche Sachen. Ey. Salt von Tozo. New mods available at workbenches. Ah. Müssen wir aufhören? So ein Red Skorpion angerannt. Und ich sehe nicht mal was, weil es so regnet. Ah. So. Ich bin schon wieder müde, ne? Wir haben 10 Uhr. Enemies? Wo sind da Enemies nearby, bitte? Oh, ein Scavenger. Was? Razor Grain? Ah, jetzt geht's. Machen wir ein Schläfchen, 3 Stunden. Vielleicht wird es auch mal hell dann hier irgendwann. Hört auf zu regnen. Ah, sehr schön. Ja, weg, Ada, bitte. Jetzt mal bitte. Ja, jetzt ist es weg. Ah, wunderbar, jetzt sehe ich hier auch was. Aber warte mal, ich habe mir die ganzen Holotapes noch gar nicht angehört. War Mechanisten-Holotape? Ne, Zoe's Diary. Ah. Where is the dump? Who protects the Protectron? Seriously? Hopping spree. Jackson's Holotape. Ihr seid nicht immer Audio, ne? I ran into some hostile robots today. They were pieced together, the ones we've been making in that workbench. Weird thing is, one of them was spouting something about the mechanism. That they're here to protect the Commonwealth. Yeah, protected my ass. We managed to lose them. Those things were dangerous. Shades and I went back and picked up an arm we shot off. Whoever's making these things is an expert. Maybe even beyond my level. I'll have to look into upgrading Ada and Hertz for some better protection. Aha. Ada upgraden. Warte mal, was haben wir noch? Auf Solotape? Search for anything that might tell us where they went. The only thing we found was Anthony. Must have been bad. They never would have left his body there.
capture them. We won't stay long. Just want to get Anthony's body out. Ey, über diese scheiß Raider! Alter, diese Kopfschüsse, ne? Ah, fickt euch! So, hab ich mal gesagt. Kannst du mal laden, bitte? Ey, von allen Seiten kommen die immer wieder. Darf ich nochmal den ganzen Weg gehen? Das ist so nervig. Guck mal, scheiß Raider. Das sollten doch die Roboter wären, aber nö, diese Arschgeigen, die kommen an jeder Ecke wieder. Na, wo seid ihr denn? Ihr wollt doch wieder Stress machen, ich weiß es. Boah, jedes Mal dasselbe. Du bist irgendwo am Ballern. Plötzlich kommen Raider um die Ecke und fallen dir in den Rücken. Warum? Weil sie es können. Scheiß Kerle. Radioaktiv. Ich will endlich mal diese Maske loswerden hier draußen. Ja, nee, lass mal. Bis jetzt sind sie nicht da. Das ist immer so eine Zufallsbegegnung. Guck mal, ey, da. Jetzt sind sie nicht da. Kerle. Kommen sie wieder, pass auf. Neue Mods available, also bei der Workbench. Ja, da können wir Ada zum richtigen Kampfbot modden irgendwann. Also. Age of Peace, ja, ist klar. Was ist hin? Wird die Knarre gar nicht mehr so gut, aber da weil meine anderen Knarren so gut sind mittlerweile. Heck nein, ich glaube, ich lasse die da mal weg. Auch wenn die Legendary. Oder nee, die ist zumindest sehr gut, nicht Legendary.
gar nichts. Oh. Southie. Speak easy. Southie, speak easy. Speak easy. Okay, Mechanist. Ich habe ja schon mal besiegt in Fallout 3. Beziehungsweise die Ameisterin. War ja dein Hauptfeind. Oh nein. Hier das Geräusch. Boah, stell dich mal vor, so ein Riesenmoskito kommt und will dich einfach aussaugen. Ich hätte schon so ein bisschen Schiss. Das war's jetzt erstmal. Oh, hier ist schon wieder was. .45-70er ist ja. Oh oh. Oh. Alter. Was zum Fuck? Nuclear Material. Alter. Glaube ich, kann ich mal mit dem Pip-Boy öffnen. Wow, ich könnte den Pip-Boy nicht mehr öffnen, weil meine Arme vielleicht verkrüppelt sind, aber eigentlich dürfte ich ja auch dann nichts mehr tragen können. Meine Fresse, ey. Oh, ich hör's schon. Alter, was? Der hat eine Bombe in der Hand, ne? Verdammte Axt. Ja, ich glaube, der hat einen Fatboy in der Hand und rennt auf einen zu, ne? Halt, Alter. Faulty Sensor. Fand ich lustiger als ein Faulty Sensor. Okay. Ja, und so ist das. Noch Danger? Was denn? Der Tricks? Suicider? Da ist er jetzt hingeflogen. Oh, schön. Ach, ihr seid das? Ihr hört sich an wie Kühe. Meat. Wie, face me, you coward. Wo bist du denn? Mit diese Leiter hoch. Treppe. Das ist einfach krass, dass sie das hier als ihre... Ah. Dass das ihre Aufbewahrungsbehälter sind. Also die Menschenfleischsäcke hier.
Übermutanten sind schon krass eklig. Die Betten finde ich auch klasse. Gut, dass wir da nicht drin schlafen können. Ich verstehe immer noch nicht, warum kriege ich eigentlich kaum Materialien aus den Tieren und so weiter. Habe ich das immer noch falsch eingestellt mit dem Messer? Ich müsste eigentlich von den... Wow. Alles klar. Plötzlich Zombies. Aber auch nicht zu knapp. Ich muss sagen, wenn man sich erstmal so dran gewöhnt hat, an den Recoil, ist das schon sehr, sehr geil mit dem Maschinengewehr hier. Die Pistole. Jetzt auch bald mal Ruhe, haben wir es gleich geschafft. Da vorne ist es. Ich die Gasmaske wieder abnehmen. Level up! Endlich, Leute. Endlich kann ich Hacking auf Meister. Was? Nein, ich brauche Level 21. Okay. Was nehmen wir denn in der Zeit? Vielleicht, Agility? Action Points, Watts and the Ability to Sneak. Ja, ja. Sixth Sense. Weapon Accuracy. Oh, na, Kommando. Automatic. Ja, komm. Wie wirkt sich das jetzt aus? Haben wir jetzt gleich viel mehr Schaden? Ne, eigentlich gar nicht. Wir hatten mehrere Faktoren zusammen, dass man nur... Vorlieffisch, ja, egal. Dass man mehr Schaden macht, das spielen mehrere Faktoren zusammen. Das ist nicht nur das eine. Wow. Alter, da geht's direkt ab hier. Ah, so erstmal die Maske ab, wichtig. Nee, was? Voltron Head, Voltron Torso. Oder Fatigue. Ah, Essen. Ja, komm. Das ist zu. Also er hat die ganze Zeit diese Durchsage, obwohl es keine Sau interessiert. Also seine Roboter, die hier rumfliegen, hört ihn ja eh niemand. Ja, hier ist wieder gefährlich.
Holotape vom Mechanist, okay. Das haben wir ja schon ein paar. So ein Quatschkopf, ey. Tja. Ah, Novice. Hat so wenig gehackt bisher. Ray. Ihn? Null. Manny ist es nicht. Nee. Hat removed. Hat removed. Hat removed. Da habe ich jetzt so wenig Hinweise, das würde ich jetzt einfach mal probieren, aber. Lass. Lass könnte es sein, aber warte ich mal nochmal. Ruin. Ruin, das ist auch nichts. Hero. Ah. Poor ist es nicht. Kent. Der Top kann es nicht sein. Not. Nee. Ages. Anna. Ich hab mich selbst ausge... Ich hab zu oft gemacht. Ja, Lazy Hacking, ne? Hacking ist irgendwie auch nicht so mein... Was ich denn jetzt? Ach, hier. Hacking ist auch nicht so unbedingt das, was mir am meisten Spaß macht im Spiel. Gibt's immer Leute, die regen sich darüber auf, wie ich das mache. Und, ah, du kannst das ja gar nicht. Ach, echt? Ich sag ja, ich kann das nicht. Very. Dafür kann ich andere Rätsel sehr gut. Wer war's? Oh, warte. Ein paar Schuss können noch rein. Das ist auch noch eine Kleinigkeit. Gerade so laut hier, Mensch. Was Kleines, oder? Bloodbug Steak oder Centaur Chops? Jetzt mal eine Karotte. Oh, Legendary Junkpot, scheiße. Shit, ich blute. Yeah. Alter. What the fuck? Ein bisschen nervig, dass Ada immer in den Nahkampf gehen muss. Aber ist halt ihr Ding, ne? Oh, Legendary Chest oder Leather Chest Piece. Gucken wir uns gleich mal an. Do not be alarmed. These robots are more than allies. Your conscious.
War überhaupt nicht gruselig, ne? Come out, wherever you are. Jetzt kriege ich mal kurz das Chestpiece an. Problem ist leider, ich habe ja schon was Gutes. 30%ige Chance, mit Nahkampfangriffen 50 Schaden zu verursachen über 20 Sekunden. Plus 2 Schaden und Energieresistenz. Ja, dumm. Dumm, dass ich das nicht nutzen kann, weil meins viel besser ist. An Age of Peace. Da gerade ist das MT. Na toll. Soll ich es dann aufschließen? Aber ich bin froh, wenn ich diesen Quatsch endlich abstellen kann, den er davon sich gibt. Sehr gut. Ich glaube, es ist egal, wo ich hingehe. Ich komme sowieso überall zum selben Punkt. Hoffe ich doch. Expert. Oh, guck mal. Das ist, glaube ich, custom, das Bild. Ah. Energy Weapons machen 5% mehr kritischen Schaden. Geil. Ja, leider kann ich da nicht durch die Tür. Das mit dem Licht. Schreibt mir bitte mal in die Kommentare, wenn ihr euch mit der Mod ein bisschen auskennt. Ich würde gerne das mit dem Licht komplett umstellen. Oder warte, ich gucke einfach mal ganz kurz. Das ist so nervig, nämlich. Kann das hier sein vielleicht? MCM Settings? Nee. Booster, XDI. Survival Mode. Show Red Dots on Compass. Framework. Door Management. Aha. Also Bürger können einfach Türen öffnen. Press all messages. Dann mit der Survival. Aber warte mal, bei den Gasmasken sollte ich vielleicht einstellen. Warte mal, Radiation, NPCs. NPCs get damage without mask, das sollte man vielleicht ausmachen. Keine equipped gas masks. What's those? Inventory. Interface coloring, blue light. Dual colors. On this. Ja, okay, nee, das ist das Interface, Texter, List, Pip-Boy, vielleicht hier. Items, Stack, Comic List. Nee, Leute, ich habe keine Ahnung, wie gesagt. Oh, es gibt so viel Scheiß hier. Das hat wohl irgendwas mit dem Licht zu tun. Das mit der Waffe, glaube ich, auch verbindet. Und das grüne Licht ist der Pip-Boy. Leder.
Jetzt ist nämlich an das Ding jetzt hier gekoppelt. Ah, du dumme Sau. Robo Brain. Gehe das nicht oder wie? Was ist denn jetzt los? Bin ich schon wieder verkrüppelt irgendwo? Nö. Gibt leider auch kein Blood Pack. Ah. Habe ich denn noch an Bandagen? Zeig mal. Zwei Bandagen habe ich noch, okay. Oh, McInnes Device. Ich rede gleich mit dir, Ada. Yes, sir. Did you retrieve something from that robot? Was? Hast du schon mal einen Roboter mit Tieren gesehen? No, but my old caravan discovered records about them while we were scavenging military facilities. According to my databanks, it's called the RoboBrain. It was considered one of the most technologically superior robots ever constructed. But the model never reached full production status. Ist ein seltsamer Teil dabei. Let's have a look. Impressive technology. If my analysis is correct, this is a specialized radar beacon. I suspect it's how the mechanist was keeping track of the RoboBrain you destroyed. As the next logical step, I need you to install this beacon within me, so we can use it to our advantage. Bist du sicher? While there's only a 78.3% chance that I'm correct, I'd like to point out that it's the only lead we have. Okay. I'm glad you agree. You'll need to use a robot workbench to ensure proper installation, and my presence will be required. To maintain peak efficiency, I strongly recommend that we remain together until the radar beacon is successfully installed. Alles klar. Oh, there's a Rex. Hunting Shotgun suppressed. Okay, krass. Ja, warum? Was ist los? Lethargie? Okay. Bin müde, parched und... ja. So, das, da lasse ich die Finger von. Exoskeleton lasse ich auch die Finger von. Ich habe Legendary Effect. Nochmal Chest Piece. Ne, komm, ich lasse. Ich kann ja eh nichts machen. Was ist denn hier so ein Robo? So eine Robo Bench. Robo Brain, guckt euch an. Dieses Teil. Ich glaube, hier gibt es gar nicht so eine Bank, oder? Wo man das installieren kann, mal eben. Oh, ist das die Tür, die... Ah!
ID-Card. Gates Terminal. Sinniges Lock. Danke für nichts. Okay. Lass mich halt mit der ID-Karte nicht alles öffnen können, aber ist jetzt auch egal. Gut, dann sind wir hier soweit fertig. Ich kann wahrscheinlich noch nicht so einen Roboter-Tisch bauen, schätze ich mal. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich gehe als allererstes, glaube ich, mal zurück nach Sanctuary mit Ada. Alter, ich bin schon wieder geballert, ey. Wally Fish Packing Plant. Ah. Sanctuary ist halt echt ein bisschen abseits, ne? Ah, Build the Robot Workbench. Okay, okay, alles klar. Ja, aber erstmal Sanctuary. Ich habe immer noch das mit den Minutemen, ne? Dass ich die Corvega-Fabrik befreien muss von den Raidern. Oh. Aber ihr wisst ja, was dann passiert, ne? Hungry, bla bla bla, okay. Nice job with those defenses. I've got nothing else I need right now. I think Preston may want to chat. Oh. Ja, komm. Ach, echt radioactive. But we're surviving. Ja, okay. Nehmen wir die Melonen mit, weil Melonen sind echt am besten. Rotten sind noch nicht fertig. Doch. Was ist denn? 9 Uhr. Na komm, ich werde trotzdem mal ein bisschen pennen gehen. Ah, 4 Stunden. Er ist aber auch echt verpennt, ne? Also, dass man hier so viel schlafen muss. Wow. Was? Your illness persists? Warum bin ich denn krank? Antibiotika. Okay. Sieht schon heiß aus, ne? Ich kann da eine bauen. Robot Workbench. Ja! Achso, und ich will jetzt mal den Luftschutzbunker suchen. Jetzt habe ich sie gedreht. So. Ich bin mal kurz in der Third Person. Ich will mal den Luftschutzbunker suchen. Der sagt, der ist irgendwo hinter dem Gebäude. Irgendwo hinter. Ohne Witz, ich habe den nie gefunden. Nicht mal im Hauptspiel. Original. Okay. Das ist so cool. Ich glaube, ich hätte irgendwie so ein, keine Ahnung, wie so ein Cyborg. Im Prinzip bin ich ja auch. Naja, ich bin kein Cyborg. Ist nichts verbaut, aber. Hier verbaut in dem Sinne. Aber ich bin schon übermenschlich auf jeden Fall, was so den, generell die Ausrüstung angeht. Ah. Wenn ich immer so blurry wäre, würde ich auch was sehen. Vielleicht? Weißt du noch? Ich glaube, im Hauptspiel hatte ich Ada auch nicht dabei. Fand sie irgendwie auf Dauer ein bisschen unnütz. Da gab es bessere Begleiter. Ach hier! Ein Wurzelkeller. Wird das doch was bringen. Oh, Camping.
So, Adventures in Camp, Camping, Camp, Kim Cam. Rack Mine. Advanced. Ich habe auch die Trophäe von der Mylar Queen, die könnte ich vielleicht auch verkaufen. Was sagst du? Ja gut, das war jetzt nicht so spannend, wie ich gedacht habe. Der Keller. So. Auch unschön der Balken hier. Alles mal ein bisschen weg. So, wunderbar. Was habe ich denn die ganze Zeit? Warum? Hallo? Ich habe gar nichts. Ich habe echt null gerade. Was ist da los? Guck mal, ich habe 12 Stärke, 10 Endurance, 4 Luck, Agility. Ich sollte Agility auf jeden Fall auch wegen Schleichen ein bisschen hochskillen. Erstmal den ganzen Junk. Ja, gerne, gerne. So, dann kann ich auch mal die ganzen Mods rüber schaffen. Die wiegen nämlich alle eine ganze Menge. Ich meine, dass mir mal jemand gesagt hatte, dass das hier, was ich jetzt mache, brauche ich nicht, aber ich mache es trotzdem. Matrix Scanner, Blue Paint, Bone Cutter. Kaufe ich. Jetzt mal da nicht da durchlaufen, Ada. Land. So. Da wie riesig die Monsterhand ist. Kann ich denn irgendwas verbessern? Hole Hook. Soll ich das immer verkaufen, hä? Ist mal wieder ein. Ah, Händlerin ist gerade da. Perfekt. Yes? You again. Here to trade? Warum sehe ich alles verschwommen? Versteh's nicht. Ich versteh's nicht. So, gehen wir Bandagen. Right away hast du nicht, ne? Fertilizer. Can it wait? Die hat kein Shipment auf. Okay. Kein Kleber, meine ich. Huh? Underglue hast du. Hä? Pass mal auf, ich hab das für dich. Zigarren. Die behalte ich alle. Big Inventory. Okay. Yes. Yeah. Methamphetamin. Hier. Amphetamin kannst du haben. Heroide kannst du haben. Ah, mehr Intelligenz, ich weiß nicht. Hä? Das ist voll schade eigentlich. So, dann noch.
den tragen? Super mit dem Kaularmor? Will ich gar nicht, glaube ich. Ja. Yeah. So, dann die Lebedev, das. Bison. PP19. Ah, guck mal, das sind 10 mm. Hunting Shotgun. Habe ich schon meine Shotgun. Shotgun. So, nicht, dass ich ihr über das, was sie hat, kaufe oder verkaufe. Hole Hook. Nee, kommen die Legendary Weapons, weil ich diesmal nicht aufhebe. Das habe ich letztes Mal, glaube ich, gemacht. Da habe ich alles aufgehoben. Lad nochmal. Da geht vielleicht auch mal das komische Verschwommene weg. Das ist total doof. Es kann nicht sein, dass alles okay ist, wenn ich die ganze Zeit dieses Verschwommene sehe. Ich habe noch Sniper dabei, die SVU Sniper. Oh, sie ist wieder angezogen. Mama Murphy. Ich weiß halt. Okay, es ist immer noch verschwommen. Oh. Oh, ich hab. Die hat nicht genug Geld gehabt. Egal. Ja, wie gesagt, Mama Murphy war die ganze Zeit nackig. Ich bin froh, dass sie wieder angezogen ist. Die kann weg. 45er. Ist auch schon abgegradet, ne? Ohne Ende. Das ist aber die alleine wegen dem Licht. Diplomat Pistol, 35. Weg. Die ist schon krass, ne? Der Colt. Die Grach. 10 mm. Oh. Bison 25. Ich guck mal, Leute, ich werde mal ein bisschen hier beschieben und modden und was hast du nicht gesehen, ne? Das kann mal weg. Und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder zu Fallout Wasteland oder Stalker Wasteland oder Fallout Lost World. Wie auch immer. Danke fürs Liken und Kommentieren. Bis dann, macht's gut. Tschüss.